Hallo liebe Leute, Grüße zur Sondersendung Stadt und Sparen. Gute Minute im Winter. Ich habe danach schon drei Videos gedreht, jetzt kommt das nächste, weil ich das gerade gesehen habe im Internet. Und zwar geht es darum, die EU-Abgeordneten tragen sich meist in eine Tagungsliste ein und bekommen dafür 284 Euro Tagungsgeld, ohne an die Sitzung teilzunehmen, weil die kommen morgens. Tragen sich ein und gehen dann mit dem Koffer dann nach Hause und bekommen dann 42, 80 Euro. Und das sind 20, 30 oder 40 oder noch mehr, die das machen da von den Abgeordneten. Das muss geändert werden. Man kann zum Beispiel vor der Sitzung und nach der Sitzung, und zwar im Plenarsaal, unterschreiben lassen, dass man auch sieht, dass sie da waren. Und dann bekommen die kein Geld mehr, wenn die morgens nach Hause fahren. Das spart Millionen und Millionen Sitzungsgeld ab. Und das ist nicht nur beim EU-Parlament, das ist im Bundestag, im Landtag, in allen Landtagen von Deutschland, in Frankreich wahrscheinlich auch und überall. Überall passiert das, dass sie sich eintragen und dann einfach verschwinden und dann die Tagungsgelder kriegen. Das sind im Monat fast 4000 Euro an Tagungsgeldern. Wenn man sich da einträgt und nicht teilnimmt, da, pro Abgeordneten, und das auf die ganze Welt gerechnet, das sind Milliarden und Milliarden, was man da sparen kann. Mal sehen, ich tu mal weiter. Ist gerade der Bildschirm ausgegangen, aber ich tu mir sowieso weit. Liebe Leute, zum Video und Sparen. Wie ich gesagt habe, die EU-Abgeordneten, da war ein Bericht von RTL, oh mein Krank, in RTL, und den wollte ich euch jetzt mal zeigen. Ich hoffe, dass es klappt. Ich kann den leider nicht aus urheberrechtlichen Gründen so nah zeigen, nur vom Weiten. Der ist dann 6 Minuten und 9 Sekunden, aber das lohnt sich, die 6 Millionen. Das ist nicht im EU-Parlament, das ist im Bundestag, habe ich das schon gesehen am Fernsehen, im Landtag und wahrscheinlich auch bei den Stadttagungen da, im Stadtrat ist wahrscheinlich auch. Und bei den ganzen Politikern, wo sie sich eintragen und dann Sitzungsgelder, Tagungsgelder kriegen. Und deswegen lohnt sich das, diese 6 Minuten anzugucken, um das dann zu ändern. Also das kann man leicht ändern, indem man einfach im Vor- und nach der Sitzung zum Schluss unterschreiben muss. Da weiß man, die waren die ganze Zeit da und dann haben die ihr Geld auch verdient. Okay, ich zeig das mal. Herzlich willkommen zu Exklusiv Weekends und damit gleich zu einem Rausschmiss, bei dem einer unserer Reporter vor die Tür gesetzt wurde. Es ging um das Thema Tagegeld im EU-Parlament. Es ist ein offenes Geheimnis, dass sich einige Abgeordnete das Geld völlig zu Unrecht in die Tasche stecken. Sie erscheinen brav um 7 Uhr morgens, lassen sich kurz registrieren, sichern die 284 Euro und sind dann wieder weg. Warum das so ist, wollten wir wissen und nachhaken. Schließlich kann ein EU-Abgeordneter, der sich klug anstellt, mit allen Zuschüssen fast so viel verdienen wie unsere Bundeskanzlerin. Thomas Mayer unter anderem über Volksvertreter, die Flucht ergreifen. Sie sehen eine Szenerie, die wir niemals für möglich gehalten hätten. 7 Sicherheitsbeamte des EU-Parlamentes setzen unseren Reporter vor die Tür, obwohl er akkreditiert ist und sich völlig korrekt verhalten hat. Das ist ein beispielloser Skandal, dass sie den so bearbeiten. Der Eklat von Straßburg. Unser Reporter wird rausgeschmissen und zuvor flüchten Abgeordnete vor unserer Kamera. Und das alles nur, weil wir sehen wollten, ob einige Abgeordnete immer noch abkassieren. Sie bekommen so viel Geld wie keine anderen Politiker, EU-Abgeordnete. Egal, ob sie da sind oder nicht, gibt es Diäten in Höhe von 7.339 Euro. Zusätzlich bekommen die Parlamentarier eine steuerfreie Kostenpauschale von 3.980 Euro plus 284 Euro pro Sitzungstag im Parlament. Macht im Monat bei durchschnittlich 12 Sitzungstagen noch einmal mindestens 3.408 Euro netto. Macht zusammen 14.727 Euro im Monat. So, dass unter Strich ein durchschnittlicher Europaparlamentarier netto mehr Geld verdient als der Bundeskanzler Merkel. Da stimmt was in der Leistung nicht, da stimmt was in der Verantwortung nicht.
Man will es nicht verstecken vor den Wählern und darum hat man es ja so ungern, wenn man hier ein bisschen genauer hinschaut. Genau das haben wir gestern Morgen getan. Seit Jahren heißt es, dass einige Abgeordnete sich zum Beispiel freitags früh in die Anwesenheitslisten eintragen, um noch einmal Tagegeld zu kassieren und dann abreisen. Und tatsächlich, um 6:45 in der Früh entdecken wir diesen Abgeordneten mit Koffer vorm Parlament. Sind Sie nur hier, um sich nochmal einzutragen, das Geld mitzunehmen? Das geht Sie nichts an. Oben vor dem Büro, in dem sich die Abgeordneten in die Anwesenheitslisten eintragen können, eine ganze Schlange von Abgeordneten mit Koffern. Zum Beispiel die irische Abgeordnete Kathy Sennett. Sie droht mit Klage, je nachdem, wie wir über sie berichten werden. Ich werde an Ihrer Stelle sehr vorsichtig, was Sie senden, über mich sagen. Ich habe jetzt um 7 Uhr schon 7 Stunden gearbeitet, sagt sie. Aber für eine Nachtschicht im Parlament ist das Tagegeld von 284 Euro nicht gedacht. Dutzende Abgeordnete tun es und tragen sich morgens um 7 in die Anwesenheitsliste ein. Es ist 7 Uhr morgens, was machen Sie hier mit Ihrem Koffer? Oh, sorry, I have... Nun, ich habe in meinem Wahlkreis heute noch zu arbeiten. Today? But of course, on morning, I'm here. Sorry, it's not for the... Aber dafür ist das Tagegeld doch gar nicht gedacht. Anderen Abgeordneten scheint es so unangenehm zu sein, dass wir sie beobachten, dass sie es vorziehen, sich nicht in die Anwesenheitsliste einzutragen. Sie kommen aus dem Aufzug, waren sie auf dem Weg, sich für das Tagegeld einzutragen, und verlassen die Etage schnell wieder, ohne Kommentar. Warum laufen sie weg? Schämen sie sich dafür, dass sie sich hier eintragen wollten? Diese Abgeordnete aus Deutschland werden Sie in wenigen Augenblicken kennenlernen. Kurz zumindest. Hiltrud Breyer von den Grünen. Kommen Sie doch rein, was ist denn das Problem? Warum ist das denn unverschämt? Für Amdi Cech gefühlt sich jetzt hier gerade ein. Warum sprechen Sie nicht mit uns? Sie sind Abgeordnete des Europäischen Parlaments. Hiltrud Breyer will ihr Gesicht nicht zeigen und verlässt über die Treppe die Tagegeldetage, ohne sich in die Liste einzutragen. Burkhard Gebhard Meyer ist mein Name, RTL Fernsehen. Warum haben Sie sich jetzt hier eingetragen? Weil ich hier noch arbeite heute hier, ja? Aber jetzt ist das ja eigentlich nur Geld für Tage, wo auch tatsächlich abgestimmt wird im EU-Parlament. Also ich arbeite hier im Europäischen Parlament, ich habe noch vieles zu tun. Ich habe eine zusätzliche Übernachtung gehabt. Und das ist ein normaler Tag, ein normaler Arbeitstag für eine Abgeordnete. Wir arbeiten ja nicht nur, wenn wir abzustimmen haben im Parlament, sondern wir müssen uns etwas hier ist ja auch vorbereiten. Aber dafür bekommen Sie ein ganz normales Gehalt, was ja, ist eigentlich so schlimm. Nein, also ich bekomme mein Gehalt, das ist richtig. Aber ich bin hier und es ist zulässig, dass ich hier unterschreibe und dann mache ich es auch. Das heißt, man nimmt das mit, was man bekommen kann. Ist das der Gedanke, der dahinter steckt? Nein, ganz bestimmt nicht. Also ich bitte Sie. Nachdem wir 2 Stunden lang beobachten konnten, wie Abgeordnete abkassieren, taucht der Sicherheitsdienst des Parlaments auf, will, dass wir aufhören zu drehen. Wir dürfen auf dem Flur drehen. Trotzdem passiert kurz darauf das Unfassbare. Der Generalsekretär des EU-Parlaments ordnet an, dass wir das Gebäude verlassen müssen. Ich möchte jetzt gerne mit jemandem von der Presse sprechen. Ich protestiere auf das Entschiedenste, dass Sie hier die Arbeit eines Vereins verlassen. Der Verweis unseres Reporters aus dem EU-Parlament. Er scheint zu zeigen, wenn es ums Geld geht, setzen die Volksvertreter ihre eigenen Prioritäten. Dann muss offenbar auch mal die Pressefreiheit zurückstehen. So, das war das Video. Und ich poste das auf meiner Seite Zit und Sparen und den Link zu diesem Video poste ich auch da, denn dann könnt ihr das genau ansehen. Und zwar ist das von Faxen System, hat ja eine Facebook-Seite, der hat das da reingebracht und der schreibt, ich denke, dass Flüchtlinge viel, ihr denkt, dass Flüchtlinge zu viel Geld bekommen, aber diese Leute sind unser Problem, überzeugt euch. Also, wir meinen Flüchtlinge kriegen zu viel Geld, aber
die drücken den Staat richtig ab, die Abgeordneten. Okay, das war das. Und jetzt, das Video wird schon zu lang. Ich zeige das eben nochmal. Ja, könnt ihr gucken, wo ihr das Video nochmal findet. Und auf meiner Seite Stadt und Sparen. Bei Facebook habe ich noch mehr Sparvideos. Jetzt sind es schon über 60. Und die kommen auch auf meine Seite ludgerwinter.de. Da sind jetzt erst so 30. Ich hatte noch keine Zeit, die da reinzubringen. Aber auf jeden Fall kommen die auch noch auf meine Internetseite ludgerwinter.de und auf meine Facebook-Seite ludgerwinterstadt und Sparen. Das könnt ihr dann euren Politiker, den Bürgermeister schicken, dass sie mal anfangen zu sparen. Und zwar mit diesen Sitzungsgeldern, das ist ja, wie gesagt, in jedem Land das Problem. Bei jeder Sitzung. Also da ist einfach zu lösen, dass man vor der Sitzung und nach der Sitzung sich einträgt in der Liste. Und zwar im Sitzungssaal, wo alle dabei sind. Und wenn alle rausgegangen sind, wird die Liste mitgenommen und ins Büro gebracht. Und dann kann man sich nicht vorher und nachher nicht mehr eintragen. Und dann einfach verschwinden. Schon ist das Problem gelöst. Okay, ciao, mit abonnieren.